sehr geehrter. Und am Wort Ernst Gödel, ÖVP. Geschätzte Frau Bundesminister, meine geschätzten Kollegen, Damen und Herren und vor den Bildschirmen. Ja, es stimmt, wir behandeln ein Gesetz, mit dem wir auch ein paar andere Änderungen im Sozialversicherungsbereich vornehmen. Wie schon meine Vorrednerin richtig gesagt hat, das Erwachsenenschutzgesetz ist ja jetzt mit 1. Juli in Kraft getreten. Und wir nehmen jetzt in anderen Gesetzesmaterien vor allem terminologische Änderungen vor, die notwendig sind. Und heute eben mit diesem Beschluss eben das Erwachsenenschutzanpassungsgesetz im Bereich für den Gesundheits- und Sozialversicherungsbereich. Ja, und mit dem neuen Erwachsenenschutzgesetz haben wir damals, nämlich noch in der alten Gesetzgebungsperiode, den Grundsatz umgesetzt, unterstützen statt entmündigen, zumal auch in den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren, die Sachwalterschaften in Österreich auch von 30 auf heute fast 60.000 Fälle gestiegen sind. Und da wollten wir eben eine zeitgerechte Vertretungsregelung schaffen. Und das haben wir getan. Und wir haben auch im Rahmen des Budgetbeschlusses auch darüber diskutiert, wie wir das finanzieren können, die 17,5 Millionen Euro. Auch das wurde sichergestellt. Zur Klarstellung: in dieser gegenständlichen Regierungsvorlage ändern wir also 35 Materiengesetze, eben vor allem um die Terminologie zu übernehmen. Darüber herrscht eigentlich Einigkeit. Und eines dieser 35 Gesetze, die wir ändern, ist eben auch das ASVG. Und wir nutzen eben jetzt dieses Gesetz, diese Änderung, um eben auch andere Rechtsbereiche eben auch anzupassen. Zum einen gab es ein VfGH-Urteil bezüglich des Anfalls von hinterbliebenen Leistungen. Die alte Regelung ist mit 30.06.2018 aufgehoben worden. Wir nehmen nun jetzt die Gelegenheit wahr, um auch das im ASVG neu zu regeln. Und deswegen haben wir auch diesen Abänderungsantrag im Ausschuss eingebracht. Und dann geht es eben noch um die Säumniszuschläge. Und ich glaube trotzdem, lieber Beppo Muchic und auch Kollegin Holzinger-Vogtenhofer, Säumniszuschläge sind eben keine Strafen. Säumniszuschläge sind eine Abgeltung für einen erhöhten zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Und ja, wir haben uns darauf verständigt, dass wir diese eine Ziffer, wo es um die Anmeldung geht, von dieser Deckelung ausnehmen, die wir seinerzeit mit dem Budgetbegleitgesetz beschlossen haben. Und diese Änderung nehmen wir jetzt vor. Aber nichtsdestotrotz, lieber Kollege Muchic, du weißt ganz genau, alles, was mit Strafen zu tun haben, das bleibt natürlich vollkommen aufrecht. Das ist nie rechtmäßig, wenn Firmen ihre Mitarbeiter nicht oder falsch anmelden. Natürlich gilt ja weiterhin jede Strafbestimmung im Bereich zum Beispiel vom Lohn- und Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz. Das bleibt ja unverändert. Die Säumniszuschläge sind eben eine pauschale Abgeltung für einen Verwaltungsaufwand. Und ich darf jetzt auch noch einen Abänderungsantrag einbringen, der auch noch etwas klarstellen soll, nämlich das Rehabilitationsgeld hinsichtlich eines Stichtages bei den Pensionsversicherungsträgern. Und diesen Abänderungsantrag darf ich jetzt und muss ich jetzt zur Gänze auch vorlesen. Abänderungsantrag der Abgeordneten Gödel, Belakovic und Kolleginnen und Kollegen zum Gesetzesentwurf im Bereich des Sozialausschusses 231 der Beilagen über die Regierungsvorlage 191 der Beilagen betreffend ein Erwachsenenschutzanpassungsgesetz für den Bereich des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Konsumentenschutz. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Der eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert. Artikel 10, Klammer auf, Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, Klammer zu, wird wie folgt geändert. A. Die Ziffer Z1c erhält die Bezeichnung 1e. B. Vor der Z1e werden folgende Z1c und 1d eingefügt. 1c. In § 173a Absatz 1 erster Satz wird der Ausdruck ab Vorliegen der vorübergehenden Invalidität, Klammer auf, Berufsunfähigkeit, Klammer zu, für deren Dauer, durch den Ausdruck ab dem Stichtag, Klammer auf, Paragraf 223 Absatz 2, Klammer zu, für die Dauer der vorübergehenden Invalidität, Klammer auf, Berufsunfähigkeit, Klammer zu, ersetzt. 1d, in den Paragraphen 255b, 273b und 280b wird jeweils folgender Satz angefügt. Paragraf 223 Absatz 2 gilt entsprechend. C. In Ziffer 2 wird in § 716 nach Absatz 7 folgender Absatz 8 angefügt. Achtens. Rückwirkend mit 1. Jänner 2014 treten die § 143a Absatz 1, 255b, 273b und 280b in der Fassung des Bundesgesetzes
Nummer XX 2018 in Kraft. Ich bitte Sie also, diesen Abänderungsantrag, den Abänderungsantrag aus dem Ausschuss und natürlich auch die Regierungsvorlage anzunehmen. Meine Damen und Herren, falls Sie sich wundern, was das Erwachsenenschutzgesetz mit Säumniszuschlägen bei der Anmeldung von Mitarbeitern zu tun hat, dann lautet die Antwort gar nichts. Beschlossen wird hier das Erwachsenenschutzanpassungsgesetz für den Sozialbereich, mit dem Gesetzesänderungen in 35 Bereichen durchgeführt werden, wie wir gerade gehört haben. Und die Regierungsparteien haben dieses Gesetz genutzt, um einen damit überhaupt nicht zusammenhängenden Fehler im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz zu korrigieren.